Ja, wir melden uns wieder live aus dem Splatville Fernsehstudio. Marco Mantaro und Muki Muri sind ja mal wieder kräftig hier am Ankündigen, was los ist. Nämlich der Standardkampf, der Anarchiekampf, wo die stattfinden, wo die Arenen sind, niemals vergessen. Beim Regulierkampf gewinnt nur der, der den meisten Boden färbt. Und beim Anarchiekampf muss man sich natürlich auf das Spiel selbst konzentrieren. Das letzte Mal haben wir Operation Goldfisch gespielt. Und jetzt wagen wir uns ins nächste Anarchiekampfspiel. Und zwar Rommelwirbel. Jawohl, Turmkommando. Eine kleine Ankündigung. Es gibt ja bald wieder ein Splatfest. Das ist das nächste Wochenende, wenn ich mich... Oder das übernächste Wochenende, wenn ich mich richtig... Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ich werde die Info nachreichen, ja? Oh, ich bin ja ein toller Splatoon-Master, wenn ich nicht mal weiß, wann das Splatfest ist. Ich weiß bloß das Thema, nämlich Schokolade. Zartbitter, Weißschokolade oder Milchschokolade. Das ist das nächste Wochenende, weil der Infostand, wo man sich eintragen kann, der ist jetzt momentan schon freigeschaltet. Welches Team ich wähle? Lasst euch mal überraschen. Zuerst gehen wir ein bisschen einkaufen. Ich muss meinen Look ein bisschen verändern. Und zwar, ich hätte gerne so eine Schwimmbrille. Die finde ich ganz cool. So. Harry Bo. Besser als Barry Bo, ne? So. Ich guck mal um. Ja, was ist anderes? Gibt's hier Goggles, gibt's, glaube ich, kann man hier nicht kaufen. Und Gasmasken und so. Da muss man dann immer irgendwelche Leute fragen, die man auf dem Platz sieht, so, dann wird es vielleicht Zeit für ein anderes T-Shirt. Nee, vielleicht Schuhe. Ich mag ja diese Sandalen ganz gerne. Ich zeige ja sehr gerne Füße. Aber öfters mal was Neues. Und ich finde diese roten Schuhe. Rote Tenja 8. Schnelle Rückkehr. Also man kann dann damit schneller wieder respawnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und 2900 Goldstücke, die haben wir ja, die bezahlen wir ja aus der Portokasse. So. Und dann, also sieht schon ziemlich cool aus. Also, mir gefällt's. Wie gefällt's euch? Gerne in die Kommentare. Seid ihr Team Schuh oder Team Sandal? Barfuß gibt's bis jetzt noch nicht. Weil Barfuß war ja in Splatoon 2 möglich durch das Fußbändchen oder Fußkettchen, wo man bei im Salmon Run hat gewinnen können. Ah, der hat Goggles. Beyonce. Oh, Beyonce spielt auch mit. Ey, ist das aber cool. Da kann man bestellen. Ah, er macht gerade Selfies. Ja, Fliegerbrille, die Goggles. Also die müssen... Ein Kip Supernova muss, oder ein Kip Splat muss. Ein Kip muss einfach Goggles haben. So. Aber das wird dann bis morgen warten müssen, die Bestellung abholen. Ein bisschen da hinten ein bisschen umgucken, ob vielleicht andere, ob irgendjemand vielleicht noch irgendwas hat, wo man sich bestellen kann. Ich weiß nicht, ob, wenn jemand anders beim, bei Salmon Run eine Gasmaske erstanden hat, ob man die dann über den Weg, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich meine, ich habe sie. Nein, nicht Gasmaske. Ich meine, das Fußkettchen. Nee, ich glaube, die Bär GmbH-Sachen, die kann man sich nicht bei anderen irgendwo abholen oder bestellen. Die muss man sich schon selbst erspielen. Aber Gasmasken, aber wo haben die dann wiederum die Sachen her? Das weiß ich jetzt irgendwie nicht mehr. So ein kleiner Rundgang. Es gibt ja viel mehr zu sehen wie bei Splatoon 2. Ich muss aber allerdings sagen, es ist sehr so hinterhofstädtisch ein bisschen. Also die Geschäfte sind eigentlich alle zu. Man kommt eigentlich nur da rein. Das ist klar, da wo was freigeschaltet ist. Oh, da unten fährt die U-Bahn. Ja, ist schon ziemlich cool gemacht. Aber, ach, was heißt aber, das ist eben so eine Stadt, so städtisch, alles so eng und alles so ein bisschen verwinkelt. Und es gibt aber keine Fahrzeuge, da stehen Ampeln, aber es gibt keine Fahrzeuge.
Oder auch, da hat man vorhin auch einen Zebrastreifen gesehen. Beyoncé macht immer noch Selfies, jawohl. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. So, den 3S Schwapper, den behalten wir natürlich. Oh, wir haben als Stadtfarbe auch noch blau, sehr gut. Übrigens, wenn die Steuerung hier so rum tanzt, das bin nicht ich, das ist die Steuerung. Ja, Anarchiekampf offen. Na, nicht mit Freunden, sondern das hier. Jawohl, und wir spielen, ja, Turmkommando. Bis wir drankommen, zur Erklärung, beim Turmkommando, für alle, die es noch nicht kennen, gibt es einen Turm, den muss man besetzen und der Turm bewegt sich dann von alleine, wenn ein Inkling drauf sitzt. Und er bewegt sich in die Richtung von dem Inkling, der auf dem Turm sitzt, von dem Team. Also, und er muss natürlich auch befärbt werden, damit es funktioniert. Und wir spielen wieder knackige 3 Runden. Ja, ich übe hier mal ein bisschen, weil... Oh, und der Kampf beginnt. Weil, wie gesagt, beim Anarchiekampf, das kennt ihr ja, zählt nicht das Einfärben, sondern... Ja. In dem Fall den Turm ans Ziel bringen. Und jetzt sind wir gelb, jawohl. Los. Geht's. Gelb ist schon eine ziemlich coole Farbe bei Splatoon, oder? Das leuchtet so schön. Oh, gelb gegen blau. Oh je, oh je, oh je. Fensterputzmittel gegen Zitronensaft. Da wird jetzt wirklich... Aber mit dem... Der erste hat einen schönen Weg, aber der Turm ist gesichert. Aber von dem Gegner... Die gegnerische Mannschaft ist in Führung. Das ging aber sehr, sehr schnell. Wie gesagt, der 3R-Schwapper... War ja eine große Überraschung, was Kills angeht. Aber wenn natürlich die Farbe leer ist, wenn der Eimer leer ist, dann ist das natürlich auch nicht sehr prickelnd. Wir springen direkt vor. Oh, ich bin direkt auf den Turm gesprungen und direkt wieder weggesplattet worden von Nathan. Nathan. Von Nathan? Egal. Aber unser Team ist gerade in Führung. Hauchdünn in Führung, aber wir sind in Führung. Und es geht wirklich Schlag auf den Turm. Gelb, blau, gelb, blau. Jetzt hat der Gegner schon den Checkpoint erreicht. Wir konnten den Turm wieder sichern, aber... Wegsplatt, aber wir sind selber auch weggesplattet worden. Ja, Splatoon ist... Das ist ein Farbenkrieg, ja. Hier wird niemandem was geschenkt. So, und der Turm ist jetzt in unserer Hand, ja, in unserer Flosse. Was ist das eigentlich? Oh, und ich habe schon wieder keine Farbe mehr. Und bin schon wieder weg. Und wieder Nathan. Ja, der Nathan, der hat uns auf uns abgesehen. So. Ulti-Waffe können wir nur benutzen, wenn wir aufladen, wenn wir natürlich genug eingefärbt haben. Und das ist natürlich beim Anarchiekampf auch nur bedingt lästig, weil man will ja das Ziel erreichen und den Turm, dass der Turm unser Ziel erreicht, aber Team Blau kommt ja ganz schön weit und ganz schön schnell voran. Das sieht echt nicht gut aus. Nein, oh, und er bewegt sich. Wo ist der Turm jetzt? Oh, und das war's. Das war's. Erstes Spiel. Leider. Leider verloren. Oh, diese Bärenköpfe gibt es jetzt schon. Gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich will ja, dass man mein Inkling-Gesicht noch sehen kann. Jetzt werden manche sagen, ey Kip, aber mit der Gasmaske sieht man es auch nicht. Ja, einigen uns darauf, dass der Bärenkopf mir einfach nicht gefällt. Der ist zu wuchtig. So, natürlich geht es mit diesem Team weiter. Und solange es weitergeht, ein bisschen üben mit dem 3R-Schwabber. Der, wie gesagt,
für mich eine große Überraschung war, was Kills angeht. Deswegen will ich den nutzen für Anarchiekämpfe und mit diesem düsen Chat-Ding hier kann man ja instant killen sogar. Das ist schon ziemlich cool. Was diese Wolke da bedeutet, ich habe keine Ahnung. Weiß das jemand? Ich muss das nochmal nachlesen. Gab es ja auch bei Splatoon 2, bei 1, keine Ahnung. Aber egal. Runde 2. Anarchiekampf, Turmkommando, Splatoon 3. An diesem regnerischen 3. Februar. Und wir sind orange. Und der Gegner ist violett. Und da ist wieder dieser Bärenkopf. So, und los geht's. 5 Minuten Zeit. Ja, ich muss jetzt irgendwie an Nickelodeon denken. Ah, und der Turm ist schon gesichert. Der Turm ist schon gesichert. Der Turm, ja, ich bin auf dem Turm und ich bin wieder weg vom Turm. Ah. Tanuki. Tanuki hat uns gesplattet. So, jetzt versuche ich mal über den Weg irgendwie. Was auch hilfreich wäre, wäre die Waffe mal aufzuladen, wenn man die Gelegenheit dazu bekommt. Aber, was war das? Unendlich KC, unendlich. Das war der Name. Und der Gegner ist schon wieder in Führung. Oh nein! Die Rückkehr des, des Turms, ja. Nee, nee, wie war das nochmal bei Herr der Ringe? Die zwei Türme. Ah, verdammt. Ja. Direkt draufspringen, direkt aufspringen. Aber der Turm ist wieder, der Turm ist in unserem, in unserer Führung, in unserem Gebiet. Deswegen, jetzt heißt es Gegner wegsplatten, aber die sind echt stark diesmal. So, rein ins... Das erinnert mich an Nickelodeon. Kennt noch jemand Nickelodeon? Und Nickelodeon hat mehr herausgebracht, als hervorgebracht, als nur SpongeBob Schwammkopf, mal wohl bemerkt. Also bei Nickelodeon, da gab es ja wirklich enorm coole Cartoons, hat leider die beste Zeit hinter sich, Nickelodeon, also meiner Meinung nach, was Cartoons angeht, würde es feiern, wenn der Splatoon-Anime, sofern es eine Anime-Serie mal gäbe, auf Nickelodeon kommen würde. Nickelodeon bringt ja auch Cartoons, die keine Nickelodeon-Produktion sind, wie zum Beispiel... Ne, wobei, die Ninja Turtles sind ja auch Nickelodeon-Produktion, halt falsch. Aber Lucky Luke oder sowas ist schon mal auf Nickelodeon gelaufen. Aber, ja, ein Splatoon-Anime. Wobei es mir eigentlich dann egal wäre, auf welchem Sender der liefe. Hauptsache, es käme ein Splatoon-Anime. Aber wollen wir jetzt nicht mit Cartoons oder Splatoon uns hier... Weil ich sehe gerade, wir sind gut in Führung, aber auch die Gegner, Tanuki hoch 2, schenken uns wirklich gar nichts. Es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Ja, noch 13. Wenn wir schon bei Cartoons und bei Trickserien sind, dem Beobachter meiner Kanäle wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass es auch einen ominösen King Trollex Club-Kanal gibt, wo ich Trolls, wo ich Trolls Content hochlade oder mache. Das ist zurzeit ein bisschen ins Stocken geraten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit diesem Kanal anstellen soll. Meine erste Idee war, dass ich reinen Weihnachtscontent mache. Das heißt, diese Trolls Adventskalender dann dort mache. Die Love Chat Stories sind eigentlich auch immer recht gut angekommen und machen auch Spaß, aber ja, aber irgendwann gehen einem halt die Ideen aus. Jetzt weiß ich halt nicht, ob es hier Trolls Fans gibt. Ich will nur mal erwähnt haben, dass ich die Trolls richtig toll finde und da ist ja jetzt die finale Staffel von der Serie. Im Kommen. Und ja, ich bin mal gespannt, was da draus wird. Ich habe ja auch schon oft überlegt, bestimmte Themen einfach mit einem
von zwei Kanälen zu verschmelzen, also dass ich dann auch Trolls Content hier auf Kip Supernova bringe. Habe auch über den Marshall-Kanal schon nachgedacht, ob ich da sowas bringe. Könnte aber auch die Leute irgendwo verwirren. Deswegen will ich das, könnte ich es auch getrennt lassen. Ich weiß es noch nicht. Ob man aus King Trollocs Club einen reinen Weihnachtskanal macht, nur an Weihnachten was macht. Oder so sporadisch. Keine Ahnung. Soll ich es hier mal erwähnt haben. Dass ich die Trolls Cartoons, also Trolls Trickserie, auch richtig gut finde. Es ist die Filme sind ja mit 3D-Animation und die Serie klassische 2D-Animation. Und der Splatoon-Anime wird natürlich eine klassische Anime-Geschichte. Also schön gezeichnet. Die Mangas gibt es ja schon eine ganze Weile. Oh, Verlängerung! Oh, jetzt wird's knapp. Wir müssen es entweder jetzt in Führung schaffen, den Turm ans Ziel bringen, oder wir müssen das halten. Aber das war's. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber ich glaube... Warum klappt diese Animation immer erst im dritten Anlauf? Wir haben's. Jawohl. Sieg für Team Nickelodeon. 1-1. Und wir gehen in die... letzte Runde. Es gibt noch einen Effekt für unsere neuen Schuhe. Jawohl. Also das wollte ich noch sagen wegen dem Splatoon-Manga. Ich wollte ja auch mal meine Sammlungen und meine Sachen und mein Merch zu Splatoon zeigen. Das gibt's auch mal in einem Video, wenn ich es hoffentlich mal schaffe. Da dürft ihr auch dann drauf gespannt sein. So, ich sehe gerade, die Aufnahme ist gleich am Ende, weil die Catcher Cup macht da immer nur 18 Minuten. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Bereit für Runde 3. Turmkommando. Es geht los. Oh, und wir haben wieder die Nickelodeon-Farbe und der Gegner hat... Was ist denn das? Pfefferminz? Oh, ich liebe Pfefferminz. Das wird nicht einfach. Man sieht hier, ist es echt. Es ist schon so, dass jetzt der Gegner schon den Turm hat und wir wurden komplett weggesplattet. Ganz toll. Ah, das ist etwas, fliegender Mensch, toll. Das ist etwas, was ich besonders liebe, wenn jemand am Spawnpunkt steht und sofort einen wegsplattet. Das ist etwas, was man eigentlich nicht macht oder was eigentlich nicht gern gesehen ist. Es wird trotzdem gemacht. Und deswegen sage ich, pfeif drauf, platsch drauf, ich mach's auch so. Hat übrigens auch mal geheißen, ja, wenn man sieht, es sind irgendwie Anfänger im Spiel, dann soll man die nicht gleich wegsplatten und nicht gleich hier so, oder wenn Kinder oder so unterwegs sind. Sage ich grundsätzlich jein. Man sollte schon vom Düsenchat runtergeschnitten. Man sollte schon ein bisschen fair sein und jeder hat ja mal angefangen. Aber ich sage so, nee, ich nehme jetzt auch, was heißt keine Rücksicht, das ist ein Spiel und wer das Spiel spielt, der muss halt mit rechnen, dass es halt so ist, wie es ist und dass nichts geschenkt wird. Und vor allem, man sieht jetzt den anderen Spielern auch gar nicht mehr unbedingt an, auf welchem Stand sie sind. Also bei Splatoon 2 und 1 wurde ja das Level angezeigt und das war's schon! Ah! Und dann konnte man sehen, okay, wenn da jemand auf Level 2 oder so war und, oder Level 99, das gibt's ja hier jetzt gar nicht mehr. Und das ging jetzt aber wirklich schnell. Oh nein, 1-2 für den für die Gegner. Oh nein. Das war eine Pleite. Das erste Mal Turmkommando auf diesem Kanal im Splatoon 3 und ich habe
mit Paukentrompeten verloren. Also kein Levelaufstieg im Allergiekampf. Schade, schade, schade. Ja, das war's mit Turmkommando. Oder soll ich vielleicht... Ich werde meine Brille mal anziehen. Vielleicht soll ich noch eine Bonusrunde machen und eine andere Waffe. Airbrush. Ja, nehmen wir mal die. Oh, guckt euch den neuen Kip mal an. Sehr schön. Die Brille, die hat schon was. Die hat schon was. Und ich bin ja auch ziemlich klug, ne? Weil diese Waffe ist jetzt eigentlich eher eine Einfärbwaffe wie eine Killwaffe. Aber mir geht's um den Hammerhai. Haihammer. Der ist nämlich... Der ist als Ultiwaffe... Erstens mal, er ist ziemlich cool. Und zweitens... diese Klecksbombe, die bringt ja gar nichts. Und zwar, guckt mal, wie lange das dauert, bis man damit jemanden gekillt hat. Und man kann damit halt auch wirklich gut Gegner wegkillen. So, ich bin in Rage. Ich bin jetzt richtig hier motiviert. Hier doch vielleicht noch was zu reißen. Wir machen eine Bonusrunde. Wir machen echt eine Bonusrunde. Der Kampf beginnt und jetzt geht's los. Also nicht drei knackige Runden, sondern die vierte. Oh, richtig schönes Grün. Oh, sehen wir nicht toll aus. Sieht Kip nicht toll aus. Da heißt jemand Painty. Ach, das ist so ein schöner Name. Das gefällt mir. So, und los geht's. Cool, cool, cool. Oh, das Grün. Guckt euch das Grün an. Oh, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. So, recht schnell zügig durch. Vor. An den Turm. Oh, da ist jemand mit so einem Blubberschwaber-Dings unterwegs. Ah, und schon weggeplattet. Palästin. Jahrhundert. Was war da gestanden? Ah, ist ja geil. Wolfskin ist in unserem Team. So. Hier diesen Blubberer da mal. Ah! Nein! Das gibt's doch nicht! Super, echt toll. Ein oder mehrere Spieler haben den Kampf kurz vor Kampfbeginn verlassen. Super. Ja, das kommt ja oft vor. Das kommt leider sehr oft vor. Und jetzt ist halt die Frage... Ja, es war im Gegner-Team. Dann ist es doch so, dass es vorm Spiel schon verlassen hat. Wenn da 0 Punkte stand. Oder ist die Connection abgebrochen? Ah, keine Ahnung. Es ist wirklich... ist wirklich ärgerlich. Ich will den Hai mal sehen, aber das geht immer so schnell. Dieses Splatsch-Bomb-Ding da, das bringt überhaupt gar nichts. Man kann damit niemanden killen. Die Einfärbe-Ding ist nicht gut. Man kann jemanden mit, höchstens Gegner wegscheuchen. So, also Runde 5. In Klammer 4 bei Runde 3. Weil die andere Runde 4 war ja schnell vorbei. So, und diesmal sind wir wieder orange. Team Nickelodeon. Los geht's. So, zügig vor an den Turm. Oh, da kommen schon die ersten Glecksbomben. So, aber wir haben uns gegenseitig weggesplattet. Lars und Rockhoons. Ja. Das ist wieder so eine Mega-Waffe. Mit welcher Waffe kann man nochmal eine Booyah-Bomb, muss ich mal direkt gucken, weil das wäre vielleicht auch mal... Oh, so, und schon wieder gegenseitig. Der Panda ist weg. Angriffslustiger Krasshalm. Oder was war da gestanden? Aber das Gegnerteam ist in Führung. Wir haben leider noch gar nichts reißen können.
Oh, ist das ärgerlich. Ja gut, blau ist eben sehr stark, ne? Das ist eben so. So, direkt rein ins Vergnügen. Beim Springen springe ich ja meistens in den Tod rein. Aber bei Anarchiekampf muss man das eben riskieren, weil da kann man die Zeit nicht mit hinschwimmen verschwenden. Das ist zumindest meine Meinung. So, erledigt. Heißt da jemand Ausrufungszeichen? Das ist ja interessant. So, der Turm ist in unserer Hand. So, Leute, wo seid ihr? Ich falle eben immer runter wegen der Steuerung, weil die manchmal so Banane ist. Okay, ja, ja, ja. Oh. Und die Bullerbomb hat uns erwischt. Die Kugel. So, direkt draufspringen, weil ich glaube, wir haben den Turm wieder. Ja. Und wir hatten ihn. Ich hatte ihn. So, wieder draufspringen. Wir müssen, dass wir wenigstens in Führung kommen. Los, Leute! Ha! Und wieder eine Boya-Bomb. Cool, Kugel. Entschuldigung. Team Blau ist immer noch in Führung. Sieht nur läppische 3 Punkte, ne? Läppische 3%. Die uns vor dem Unentschieden trennen. Das sind jetzt alle. Oh nein! Nicht schon wieder! Ah! Das ist wirklich ein harter Kampf. Also diesmal ist es wirklich richtig, richtig hart. Und die Gegner ist... Habt ihr es gesehen? Man kann draufschießen, draufschießen, draufschießen. Aber mit dieser Waffe ist es echt... ist es echt schwierig. So, wir haben den Turm. Jetzt fahr doch mal. Da geht aber auch gar nichts. Die Zahlen werden gar nicht kleiner. Ich muss ja erst einen gewissen Punkt wieder anfahren, damit es funktioniert. Oh nein! Ich kann irgendwo hinspringen. Und der Turm ist schon wieder in Gegnerhand. So, jetzt. Jetzt fahr doch mal. Jetzt mach doch mal. Nein, nicht schon wieder. Nein! Das ist eben, wenn die Leute ihre Ulti-Waffe direkt auf den Turm abfeuern, dann, und dieser Haihammer, der wird mir heute auch nicht vergönnt, leider. Oh, es ist ärgerlich. Aber schöne Bilder, oder? Schönes Rumgekleckse, genau so muss es eigentlich sein. Richtiges Rumgeklecksa und hier auch noch schön die Wolke Farbe regnen lässt. Also für Klecks-Fans ist es wirklich ein Gedicht. Egal, wer gewinnt oder verliert. So, die letzten Sekunden. Ich glaube, auch diese Runde geht an den Gegner. Was sehr schade ist. Aber das ist nun mal das Spiel. Ein Spiel ist ein Spiel. Roms. So. Das war's. Oh, dieser Ausrufungszeichen, der hat aber eine coole Jacke. Das ist ja ein Octoling, cool. Steht übrigens auch noch auf meiner Liste, diese Octo-Expansion jetzt endlich mal anzugehen. Und natürlich auch den Story-Modus. Aber wer mich mal Ori hat spielen sehen, weiß, dass ich für solche Story-Modus-Spiele irgendwie, ich weiß nicht, zu doof bin. Aber, naja, das war's mit Splatoon 3, Turmkommando.
Springen wir nochmal rein. Oh, vielleicht zum Schluss noch ein Standardkampf. Ja, zum Schluss noch ein Standardkampf. Komm. Machen wir. Zum Schluss noch ein Standardkampf. Ihr guckt ja gerne zu, das weiß ich. Das sehe ich ja in den Klickzahlen. So, den Hammer. Hi, Hammer. Ich will immer Hammer Hi sagen. Ich frage mich bloß, warum. So, los geht's. Wir sind schön violett gegen gelb. So, 3, 2, 1 und here we go. Jetzt müssen... Ah! Oh nein. So was passiert nur mir. Das kannst du dir nicht ausdenken. So, jetzt nochmal von vorn. Wenigstens hier nochmal einen Sieg davon tragen beim Einfärben. Ich bin jetzt in Einfärbelaune, so. Sarah O'Neill. Weg mit dir. Zack. Und auch Nick. Oder wie er heißt. So. Ihr seht schon, Kip ist jetzt wirklich ein bisschen sauer, ja. Der braucht. Kann man da. Nein, das ist da. Dings. Oh, ich hasse das, wenn ich da unten. Wenn ich unten irgendwo so bin und dann gar nicht von oben schön weggesplattet werden. So, die Gegner sind schon in Gefahr. Ja, genau so muss es sein. Wir heizen den jetzt mal kräftig ein und zeigen, was hier eine Hake ist, ja. So, nein, nein, nein. Zack und weg. Magnik hat sich an uns gerecht. Aber egal. Wir sind hier die Einfärbemaster. So, hier ist noch was. Bloß nicht wieder ins Wasser fallen. So. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Wasser anscheinend so der wahre Endgegner in Spielen ist. Also in solchen Jump-and-Run-Spielen ist man meistens tot, wenn man ins Wasser fällt. Bei Destroy All Humans, Grüße gehen raus an Krypto, da geht's auch bald wieder weiter. Der ist auch tot, wenn er ins Wasser kommt, ins Wasser fällt, ist auch allergisch gegen Wasser und hier bei Splatoon sind die Inkling-Octolinge auch allergisch gegen Wasser. Das ist schon komisch. Also Wasser bei Ori nur, wenn wir eine bestimmte Fähigkeit haben, dass wir schwimmen und tauchen können. Ansonsten ist auch da Wasser für uns gefährlich. Wobei nicht gleich beim Erstkontakt. Wir können unter Wasser nicht atmen. Also Ori ertrinkt dann immer und kann nicht schwimmen. Ja, ja, muss man nun fair sein, ja. Aber normalerweise macht doch Wasser Lebewesen gar nicht aus. Das ist ja nicht aus Gift. Quatsch, weg. Ja, schon interessant. Gut, die Spielemacher müssen ja irgendeine Barriere einbauen, ne? So. Mal ein bisschen vorpreschen hier. Weil es gab schon oft Überraschungen, dass man gedacht hat, oh, wir sind am Gewinn. Und dann war es doch Scheibenkleister, so direkt getroffen. Von Easy. Mit einem Endzappus. Der Easy-Modus. So, die letzten 14 Sekunden laufen. Und wehe, das gibt jetzt keinen Sieg. Ey, dann werde ich hier aber mal, ja, ganz andere Seilen aufziehen. So. Und das war's. Ja, ich glaube... Das sieht gut aus und jetzt sehen wir auch endlich den Kip-Move mal wieder. Oh, das sind ja schon tolle Moves dabei. Cool, sehr cool. Super. Das kommt natürlich auf Twitter, dieses Foto. Und, ja, wahrscheinlich auch aufs Thumbnail. So, und auch ein neuer Effekt für unsere Brille, für unsere Schwimmbrille. Sehr schön. Ah, vielleicht. Ich würde diesen. Nee, nicht den Junior Kleckser. Ich will dahin. Ah! Genau. So, hier geht's nochmal in eine neue Runde. Mit dem Doppelkleckser. Hey, schon. Das Video wird heute Überlänge haben.
Seht es jetzt schon. Aber das macht euch ja nichts aus, oder? Spontan Überlänge. Warum nicht? Wir haben im Turmkommando richtig abgerotzt. Und jetzt werden wir ein bisschen einfärben. Und mit dem Doppelkleckser, ich mag eben von dem Doppelkleckser vor allem diese Posen dann. Das sieht so cool aus. Das ist so cool. Aber wir müssen das Spiel natürlich gewinnen, damit ich diese Gewinnpose dann auch sehen kann. Weil, wie gesagt, im Fotomodus habe ich ja in einem der letzten Videos, habe ich euch ja gezeigt, wie man Fotos macht in Splatoon. Kann man nicht mehr in die Arenen rein, um Fotos zu machen? Oder geht es trotzdem noch irgendwie? Ich muss das mal rausfinden, weil vor allem die Fotos mit den oder Krabbenpanzer, jawohl. Mit den Waffen war halt ziemlich cool. Und halt als Location halt auch die Maps, ne? Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie geht. So, da sind wir wieder. Es war eine kurze Unterbrechung. Wie gesagt, die Capture Card zeichnet immer nur 20 Minuten auf, oder 18 Minuten. Und dann wird ein neues Video generiert. Deswegen ist es jetzt hier so ein bisschen abgehackt gewesen. Ich werde es mal ungeschnitten so dann hochrendern, ja. Weil wir wollen ja authentisch bleiben. Das ist ein Quatsch, ja. Joa, so, jawohl. Oh, es ist wieder die Nickelodeon-Farbe. Also, was ich an Nickelodeon immer toll gefunden habe, diese Idee, dieses Slime-Time. Vielleicht kennt ihr das auch noch. Wenn ihr, wir sind, nein, keine Robobombe. Wo solche, in Anführungszeichen, Messy-Game-Shows mit Slime und mit Torte ins Gesicht werfen und so weiter und so fort. Ja, das Fernsehen, vor allem das Kinderfernsehen, das war früher schon wesentlich cooler wie heute. Nach und nach übernehmen ja YouTube-Kanäle mit irgendwelchen Meme-Content und Prank-Content und weiß der Kuckuck was. Hier das Ruder und die Vorbilder. Was ich sehr schade finde, wenn Leute zeigen, als Challenge zeigen, wie viel Kalorien, wer am meisten Kalorien reinballern kann, also am ungesündesten essen kann, in kürzester Zeit. Und wer halt das nicht schafft, der wird dann bestraft. Wow, super toll. Und das macht dann natürlich niemand nach, wo das sieht, ne? Weil man weiß ja, das ist ungesund und ist ja auch dann sehr vernünftig, somit, wenn man so 12, 13, 14 ist. Und dann macht es ja auch nichts aus, ne? Also es wird ja nicht geraucht und gesoffen. Ah, Moment, einer, der wo gerne von der Kamera gesoffen hat, der ist ja auch ziemlich oft angeguckt worden und ziemlich oft, ne? Bis er dann das mit dem, ja, die 1500 Euro piss ich, dann plötzlich ausgekommen ist, dass es doch ein Arsch war, ne? Ja, gut. Eine Sekunde und das war's. Wir sind hier bei Splatoon. Wir wollen jetzt hier nicht... Oh, win or lose. Jawoll. Ein Win. Und hier sind die coolen Posen. Oh, Matik hat wirklich einen ziemlich coolen Römerhelm. So, Leute. Das war's. Das war heute ein sehr konfuses Video. Heute war irgendwie alles mit drin dabei. Turmkommando am Anfang, ja, drei knackige Runden. Dann waren es vier, eigentlich fünf Runden. Neue Waffe. Also nicht neue Waffe, aber neues Outfit. Und ein bisschen Real Talk über Dinge, die mich in der Unterhaltungsbranche schon länger nerven und schon länger aufregen. Wer dazu einen Real Talk mal haben möchte, kann sich ja gerne in den Kommentaren melden. Und wenn nicht, mache ich es trotzdem. Ich mache jetzt hier noch ein paar Fotos fürs Fotoalbum. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich wieder Splatoon. Beziehungsweise Destroy All Humans. Da habe ich mir überlegt, ob ich da vielleicht als Livestream das weiterspiele. Mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Bleibt neugierig, bleibt spritzig und keep Supernova over and out.